Hello, hello. Willkommen auf dem Kanal von Dukania Bell. Ich bin Ute und heute gibt es einen kleinen Haul und Informationen. Ja, kommen wir erstmal zu dem Haul. Und zwar habe ich ein bisschen gesammelt, weil ich mag ja nicht so gerne immer so Haul zeigen, ne? Aber das muss ich zeigen. Ich habe die Tage das Video gesehen von 49 Dragonflies von Barbara mit diesem wunderbaren Softcover, wo sie diesen Stoff benutzt hat. Und ja, was soll ich sagen, ne? Ich war direkt schockverliebt und ja, musste dann natürlich auch sofort diesen Stoff haben. Also, ja, was soll ich sagen, das ist... Ja, ich habe da keine Worte für, wie du merkst. Also wie gesagt, das ist von aus dem Shop von Romy, also Quilting for You, die immer die ganz tollen, ja, wunderbaren Stoffe hat. Und ja, diesen. Und weil ich ja dann nicht nur diesen dann, ne, und dann ist man ja dann halt da unterwegs und dann guckt man mal da und mal da. Und ja, da musste auch noch dieser mit. Praktisch diese ganzen Tim Holtz Papiere als Stoff, ne, sozusagen. Ja, also ich finde sie einfach mega toll, muss ich ja mal so sagen. So, und dann war noch einmal dieser. Finde ich auch ganz toll. Ja. Ja. Aber der muss erstmal noch ein bisschen gestreichelt werden, bevor der irgendwie verarbeitet wird. Glaube ich. Denke ich. Ja, und dann gab es so ein Goodie von diesem hier. Als kleines Dankeschön. Da sagt dann auch ich Dankeschön. Weil, ne, ich finde das schon wahnsinnig als Goodie. Und für uns, ne, Journaler, ja, ist das ja schon... jede Menge Material. Ja, danke schön. Das waren diese Stoffe. Dann, ich weiß gar nicht, was ich gesehen habe. Auf alle Fälle bin ich dann nochmal in einen anderen Shop gelandet. Und habe mir dann diesen Stoff besorgt. Und zwar ist das von der Seite macstoff.de. Das ist hier so ein Taft oder... sagt man da Taft? Ich meine, das ist so ein Taftstoff oder so, ja, so ein Dekostoff halt, ne? So ein Dekostoff halt, so. Ich meine Taftstoff, oder? Ich weiß es nicht. Einmal diesen, dann, ja, es ist ja bald Weihnachten, ne? Hier mit so Glitzersternen, ne? Auch so ein Dekostoff. Ist so ein bisschen, ja, das glimmert so ein bisschen, der Stoff, aber auch die silbernen Sterne sind halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sehen kann in der Kamera. Ich hoffe doch. Dieser. Und dann nochmal hier so ein Glimmerstoff. Ich meine, das hieß Glimmerstoff oder Metallic, ich weiß es nicht mehr. Das ist, ja, der glitzert auf alle Fälle sehr. Also der ist richtig am Funkeln und am Glitzern. Der. Und dann einmal mit so großen Sternen oder Feuerwerk. Kann man das überhaupt sehen? Versuch mal was Dunkles darunter zu halten. Hm? Ja. Auch mit so Glitzerfäden. Und roten Samt. Schwarzen Samt habe ich noch irgendwo in meiner Kiste, das weiß ich. Aber roter Samt fehlte mir noch. So, ja, wie gesagt, ich hatte das schon eine ganze Weile jetzt gesammelt. Aber es muss jetzt endlich mal dann, damit ich das vernünftig wegräumen kann. Dann habe ich hier in einem 1-Euro-Shop
oder Euroshop heißt der ja einfach nur. Euroshop, weil es kostet ja nicht nur 1 Euro, sondern mittlerweile 1,50 oder 1,30. Also einmal hier so ein Pilzchen, dann Blätter. Und das sind echte Blätter. Aber die sind halt schon behandelt. Dann Stoff. Das wollte ich immer aufmachen. Ja. Okay, der ist dicker als ich dachte. Eigentlich Tischläufer, ne? Aber ja, kann man natürlich auch diverse andere Sachen mitmachen. Zumindest als Tischläufer, ja, 1,60 m x 28 wird als Tischläufer verkauft, aber wie gesagt, da kann man auch schön andere Sachen mitmachen. Einmal diesen mit den tollen Herbstfarben. Und dann einmal in grün. Es gab 3 verschiedene. Ne? Ja. Das war das. Und dann in der Kinderabteilung ist mir das zwischen den Fingern gekommen. Ich habe erstmal nur vorne gelesen, Malkreisel. Okay, habe ich mir gedacht gehabt. Keine schlechte Idee. Wenn das mit flüssigen Farben und so, und als ich dann zu Hause war, das aufgemacht habe, habe ich erstmal festgestellt, da ist ja schon ein Stift mit drin. Ich hatte eigentlich gedacht gehabt, ich könnte hier oben, ne, da so ein Loch reinmachen und dann flüssige Farbe und dann so, aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ja, und dann kam auch schon das Päckchen von La Blanche. Und zwar habe ich da die tollen Epoxy-Sticker mir gegönnt. Und natürlich hier, ich kann nichts dafür. Also ich liebe einfach die Die-Cuts von La Blanche. Die sind einfach total klasse, weil die sind wirklich stabiles Material und nicht so dick wie von Stamperia. Und die Motive sind einfach traumhaft. Das ist jetzt die Winter Edition, also erstmal so Winter anstatt Weihnachten, dann eher so winterlich gehalten und die tollen Blüten. Und mit den Blüten, das ist ja auch die Eule hier, ne? Oder hier. Ich bin ja eigentlich nicht so für Menschen, ne? Aber das ist, ich sehe das jetzt mal so als Paper Doll. Also, ne, wie gesagt, die ganzen Die-Cuts oder Laser-Cuts, wie sie bei La Blanche heißen, ich bin einfach schon hin und weg immer von dem Material und den Motiven. Also dieses. Wie gesagt, die Sticker. Dann noch mal hier mit, man könnte auch Väterchen Frost sagen. Nicht unbedingt jetzt der typische Weihnachtsmann. Dann hier die Porzellansticker, die auf Glas und auf wirklich glatten Oberflächen immer super kleben. Ohne Klebehilfsmittel, ne? Also die kleben von sich selber und die kann man immer wieder ablösen. Und das ist ein Goodie. Kann man immer schöne Lesezeichen draus machen. Dann Reispapier. Oh, sind die nicht toll? Schöne Elfen. Ja, und die habe ich jetzt das erste Mal. Dann schauen wir mal, wie ich damit zurechtkomme. Ich lasse mal gleich wieder hier rein. Wenn du das Live-Basteln von La Blanche gesehen hast, von dem Kanal, dann wirst du wissen, was das hier ist. Und zwar wird das erwärmt, ne, diese Blüten. Die werden erwärmt und dann so ein bisschen ähnlich wie Schrumpffolie, ne, vom Prinzip her, von dem Material her. Und dann, wenn die erwärmt sind, dann kann man die halt richtig formen, wie so Blüten. Also schauen wir mal. Ich bin gespannt. Da sind jede Menge drin, wie du siehst. Steht hier eigentlich eine Zahl drauf? Nee, ne? Ich weiß das gerade nicht, wie viele da insgesamt drin sind. Auf alle Fälle sind das ganz viele. Und ich bin gespannt, wie ich damit zurechtkomme. So. Ja, das war, glaube ich, soweit mein kleiner Sammeleinkauf. Dann
komme ich zu dem Eigentlichen. Und zwar habe ich ja in letzter Zeit oder generell ganz viele Folios schon gezeigt per Video und gemacht. Und dann habe ich mir überlegt oder beziehungsweise bin ich im letzten Jahr schon danach gefragt worden, ob ich nicht mal Lust hätte, so eine Tauschaktion zu starten und. Und dann habe ich das wieder verworfen, den Gedanken. Dann kam wieder eine Nachfrage und jetzt habe ich mich dazu entschieden, ja, eine Tauschaktion zu starten. Und zwar eine Folio-Tauschaktion. Ja. Ich werde das so machen, dass ich hoffe doch, dass überhaupt irgendjemand mitmacht. Also ein Folio. Was ist ein Folio? Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, was ein Folio ist. Ich werde hier drunter auch nochmal meine Playliste Folio verlinken, damit du weißt, oder falls dann noch jemand ist, der sich nicht so ganz schlüssig ist, was ein Folio ist. Aber ich habe mal hier ein paar liegen. Das ist zum Beispiel ein Folio. Kann man so bezeichnen, ne? Da sind hier Taschen mit Karten, Tags oder hier vorne sind dann so kleinere Taschen. Ne, man kann das Ganze auch aufmachen. Drin sind dann auch noch mal jede Menge Taschen und Tags und Karten und weiß ich nicht was. Alles das, was man halt so für so ein Journal zum Dekorieren benötigt. Oder das zum Beispiel, das ist gerade sogar ein Freebie gewesen. Das gab es bei Victoria Designs. Das war doch das, ne? Ja, doch. Dann konnte man sich da kostenlos runterladen mit Anleitung. Ja, ne? Aber auch das zählt zu Folios. Dann hier so, was ich kreiert habe, so mit verschiedenen Papieren. Das wird zusammengehalten mit dem Paperclip, ne, der hier auch nochmal so eine Pocket hat, wo auch nochmal so kleine Karten drin sind. Dann ist hier, ich habe das aus irgendwelchen Reststücken zusammengebaut, dann ne, ist hier nochmal, wo auch ganz viele so kleine Dinger drin sind. Da, ne, oder hier. Oder so, dann ist hier, ja, so kleines Notizheftchen. Hier ist auch so Schreibpapier mit einem Bellyband. Also Möglichkeiten gibt es ja wirklich diverse. Etliche, wie ich immer so schön sage. Ist das egal, wie rum? Ich glaube schon. Ne? Oder halt, ja, etwas kleiner, aber dafür nicht unschöner, sondern im Gegenteil. Ne? Das ist hier so relativ voll gepappt. Ja, das war aber zu früh drin. Das klebt fest. Das. Kann man das aufklappen. Also das ist wirklich schon ein sehr proper volles Folio, ne? Auch hier mit so Specimens, Card-ähnlichen und sowas. Und dann hier auch nochmal zum Schnüren. So. Ja, dann ist da auch nochmal, ach mein Gott, da habe ich ja. Ne? Da sind dann auch nochmal so diverse Teile. Und ja, ich liebe einfach Folios. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Da auch pickepacke vollgepackt. Und auch hier ist ein Folio. Genau, den habe ich vor kurzem erst gemacht. So. Na, auch hier. Hier habe ich dann mal so eins reingemacht. So ein kleines Notizheftchen. Da könnte man jetzt noch drin rumstempeln und stenzeln. Habe ich noch nicht getan. Ja, ne, alles hier so kleine Tags und ja, auch hier hinten größere Karten. Ja, ja, und das ist ja das, was ich im letzten Video da gezeigt hatte, wie ich das gemacht habe. Ja, alles das sind Folios und selbst das hier kann unter Folio bezeichnet werden. Das ist ein One-Sheet-Wonder, was ich mal gemacht habe. Es gibt, glaube ich, auch ein Video zu. Aber das wirst du in der Liste, Folio-Liste von mir finden. Hier dieses. Das ist, glaube ich, so ein 30x30 Papier gewesen. Ja.
Da geht es dann auch nochmal auf. Jo. Also, und deswegen habe ich mir gedacht, weil ich Folios einfach liebe und ich ganz, ganz, ganz viel Zuspruch schon bekommen habe, auch bezüglich Folio, habe ich mir gedacht gehabt, lass uns einen Foliotausch starten. Und zwar unter dem Thema Herbst. Wir haben ja jetzt, wenn ich draußen das Wetter so betrachte, der Herbst ist in vollen Zügen auf dem Anmarsch. In vollen Zügen auf dem Anmarsch. Meine Güte, nee, mein Deutschlehrer, der würde sich jetzt also im Grab umdrehen. Ja, also, irgendwo habe ich auch so einen schlauen Zettel hier gehabt. So, also, Foliotauschaktion. Ne, Thema Herbst. Wie du das machst, ist ganz piep egal. Also, ob so eins oder wie auch immer, ganz egal. Aber, und jetzt komme ich zu dem Aber, es muss in solch einen Umschlag passen. Und wie du siehst, egal welches ich dir jetzt hier nehme, die würden alle reinpassen. Selbst das, was sehr breit aussieht, passt hier rein. Ne? Und auch das, was hier etwas dicker ist durch den Paperclip oder so, es passt hier wunderbar ohne Probleme rein. Also, ne? Das ist die einzige Bedingung. Es muss in einen A5-Umschlag passen, weil du natürlich, wenn du mir ein Folio schickst, zwei von diesen Umschlägen brauchst. Eins, wo du was reinpackst und einen, der mit deiner Adresse und 1,60 Euro frankiert ist, mit dazu kommt, damit du natürlich auch ein anderes Journal zurück, Journal sage ich schon, sorry, ein anderes Folio zurückbekommst. Na? Also, ein Folio, Thema Herbst und was du mit Herbst machst, ob du grüne Blätter nimmst oder braune Blätter oder Pilze oder Pflanzen aller Art oder was auch immer oder einfach nur Landschaften, Kürbisse oder so. Ganz egal, Thema ist Herbst. Und Herbst ist ja, ne, wissen wir alle, sehr bunt. So, ne, so werkeln, dass es auf alle Fälle in diesen Umschlag geht. Porto ist für diesen Umschlag 1,60 Euro. Es muss ein frankierter Rückumschlag dabei liegen. Und der Einsendeschluss ist der 19. Oktober. Das ist knapp 5 Wochen. Du hast also 5 Wochen Zeit für solch ein Teilchen. Sollte das wegen irgendwelchen, ja, nicht gerade aufgehen. Ja, also ich habe hier jede Menge Auswahl, was ich dann noch ausgleichen kann. Na? Ja, ich glaube, das ist jetzt alles soweit gesagt. Ach so, Adresse findest du unter diesem Video. Da ist eine Postfachadresse von mir angegeben. So, wie gesagt, wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, wenn du mitmachst. Es gab ja wirklich, wie gesagt, ganz viele Nachfragen dazu und ja, habe ich mir dann gedacht gehabt. Und ich habe das eigentlich auch so vor, dass diese Aktion, jetzt haben wir ja Herbst, also ich fange mit Herbst an und dann geht es weiter mit Winter im Januar. Und ja, das war dann 4 Jahreszeiten hinbekommen, ne? Würde ich so sagen, habe ich so angedacht. Aber mal schauen, wie die Resonanz ist. Weil meistens ist es ja immer so, dass ganz viele Nachfragen kommt und wenn es dann soweit ist, dann ist auf einmal so, schaffe ich ja gar nicht und habe ich ja gar keine Zeit und so, hm. Ja gut, ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, also das muss kein, ne, das soll kein Journal sein oder sonst wie dergleichen, sondern wirklich nur ein Folio hier sowas in der Art mit Tags, mit Karten, ne, irgendwas zum Aufklappen, mit Pockets oder. Ich hoffe, ich habe soweit alles vernünftig erklärt. Ansonsten, wenn noch irgendwelche Fragen sind, gerne in den Kommentaren. Und ja, wie gesagt, Einsendeschluss ist der 19. Oktober, das ist ein Samstag. Und darauf die Woche werde ich dann gucken, dass das so, ne, im Video alles gezeigt wird, was eingetroffen ist. Und ja.
Ja, ich denke, das wird so funktionieren. Hoffe ich doch. Vielleicht auch gar nicht. Schauen wir mal. Wie gesagt, ja, ich lasse mich überraschen. Du vielleicht auch. So, in diesem Sinne, lass mir gerne einen Kommentar da. Und wenn du magst, wenn du Lust hast, hören und sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dahin. Ciao, meine Freunde.